muss noch mal zur Bank. Beziehen Sie dann bitte noch mal die Betten. Klar, ich nehme mir wieder Kaschmir-Bettwäsche. Und soll ich den Leopardenfell noch mal ausbürsten? Ja, aber bitte nicht wieder gegen den Strich. Was kreuzt denn du an bei Energieeffizienz? Weiß auch nicht. Eher lernen oder hier. Bitte bewerten Sie die emotionale Motivationssignifikanz Ihres Dienstgruppenleiters auf einer Skala von 1 bis 14. Hey Jungs, arbeitet ihr immer noch an den Evaluierungsbögen? Kann man da eigentlich auch Wünsche fürs Kantinenessen angeben? Ja, hier auf Beiblatt 23. Wenn Sie sich im Monat eine Sondermahlzeit zum Mitarbeiterpreis wünschen dürften, wäre dies A. ungarisches Feuergulasch aus der Kanone, B. Pangasiusfilet am Dillkräutersahne oder C. Gordon Bleu mit Petersilie-Kartoffelecken. Man muss mir die Scheiße wirklich ausfüllen! Klar, man kann was gewinnen. Hier. Unter allen Teilnehmern wird eine Sackkarre, ein Stemmeisen und ein Bolzenschneider aus der Asservatenkammer verlost. Wow. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Ich möchte eine Anzeige erstatten. Meine eigene Putzfrau hat mich beklaut. Ich war nur kurz weg und als ich wiederkam, war meine Putzfrau und meine Ohrringe weg. 50.000 Euro. Ich habe es letztes Jahr erst schätzen lassen. Junge Dame, der geht hier alle seine Regeln jam. Ihr könnt mal dafür sorgen, dass die Dame unserem Kriminalkommissariat vorgeführt wird. Hm? Herr Pondusch, wollen Sie bitte übersetzen? Frau Michalczewski, Ihnen wird vorgeworfen, bei Frau Hempel wertvolle Ohrringe gestohlen zu haben. Sie müssen sich zu diesem Vorwurf nicht äußern und Sie haben das Recht, einen Verteidiger hinzuzuziehen. Anwalt, ich bin Anwalt. Oh Mann, es ist schon nach 19 Uhr. Ich will Champions League gucken. Herr Pondusch, kennen Sie keinen Anwalt? Nein, nein, ich mische mich da nicht ein. Ich bin nur Dolmetscher. Aber das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann rufen wir jetzt diesen Dr. Jusprowiak an, diesen M&M da, oder LLM da. Der nimmt doch eh alle. Kennt er nicht sogar Polnisch? Anrufbeantworter. Hier, gelbe Seiten. Unter R wie Rechtsanwalt. Diese 12.000 Einträge. Da wird ja wohl einer dabei sein. Sag mal, gibt es abends nicht diesen Anwaltsnotdienst? Ach, kann sein. Aber lass mal, wir haben ja wohl genug getan. Wenn ich keinen finde, machen wir weiter. Brauchen Sie? Frau Michalczewski, überlegen Sie etwas. Wir wollen doch alle nur nach Hause. Sie können natürlich auf einem Verteidiger bestehen, keine Frage. Aber überlegen Sie doch mal. Sollen wir nicht vielleicht doch weitermachen? Ja, ich war es. Ich habe die Ohren gestohlen. Meine Oma hat alles gekostet. Und ich hatte nichts zum Anziehen. In der Strafsache Michalczewski die Prozessbeteiligten bitte eintreten. Ja, Frau Michalczewski, Sie haben gehört, was die Staatsanwaltschaft Ihnen vorwirft. Es ist so, Sie können sich zu diesem Vorwurf äußern, müssen das aber nicht tun. Herr Dr. Jusprowiak, wie ist das? Wird Ihre Mandantin Angaben machen?
Nein, meine Mandantin möchte sich nicht äußern. Ja gut, dann hören wir jetzt die Polizeibeamten, die Sie vernommen haben. Frau Vorsitzende, damit bin ich nicht einverstanden. Ich widerspreche ausdrücklich. Tja, liebe Zuschauer, schauen wir uns die Sache rechtlich doch mal etwas genauer an. Dürfen die Polizisten ihr Zeugen darüber berichten, was ihnen Frau Michaszewski erzählt hat? Nein, sie hat die Aussage ohne den Verteidiger gemacht, obwohl sie ausdrücklich gesagt hat, sie will einen Rechtsanwalt sprechen. Gemäß § 136 Absatz 1 StPO ist der Beschuldigte darauf hinzuweisen, dass es ihm freistehe, jederzeit einen von ihm zu wählenden Verteidiger zu befragen. Ja, darüber haben Bronski und Steinacker ja ausnahmsweise mal belehrt. Das reicht aber nicht. Der Beschuldigte muss sein Recht, vor der Vernehmung einen Verteidiger zu befragen, auch durchsetzen können. Denn in § 137 Absatz 1 StPO heißt es, der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes eines Verteidigers bedienen. Dieses Recht wäre ansonsten wirkungslos. Auf dieses Recht hat Frau Michaszewski ausdrücklich verzichtet. Sie wollte hinterher keinen Verteidiger mehr. Versetzen Sie sich bitte in die Lage meiner Mandantin. Sie war alleine in einem fremden Land und doch der Polizei ausgesetzt. Sie hatte Angst und war verwirrt. Da kann man doch nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen. Die Vernehmung darf in der Tat nur dann fortgesetzt werden, wenn die Polizisten sich vorher ernsthaft und in effektiver Weise darum bemüht haben, Kontakt zu einem Verteidiger herzustellen. Denn in einem Rechtsstaat muss zwischen Verfolgungsbehörden und Beschuldigten grundsätzlich Waffengleichheit herrschen. Dieses Recht auf ein faires Verfahren folgt auch aus Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe C der Europäischen Menschenrechtskonvention. Aber Bronski und Steinacker haben in einer vorbildlichen Weise geholfen. Sie haben der Beschuldigten das Telefonbuch gegeben. Da hätte sie sich problemlos einen ausruhen können. Ich bitte Sie, bei 5000 Einträgen im Telefonbuch und das noch am späten Abend, dann erreichen Sie doch keinen. Und bedenken Sie noch eine Sache. Meine Mandantin spricht kaum Deutsch und auf diesen Dolmetscher kann man sich offensichtlich nicht verlassen. Effektiv war die Hilfe von Bronski und Steinacker in der Tat nicht. Es hat eher den Anschein, dass die Polizisten Frau Michaszewski bewusst ohne Verteidiger vernehmen wollten, um die Ermittlungen schneller zum Abschluss zu bringen. Die große Anzahl an Einträgen hat die Beschuldigte eher überfordert, als daran bestärkt, einen Verteidiger auszuwählen. In dieser Situation hätten Bronski und Steinacker viel mehr auf den anwaltlichen Notdienst hinweisen müssen. Sie hätten die Beschuldigte also nicht weiter vernehmen dürfen. Aber daraus kann doch kein Beweisverwertungsverbot folgen. Meine Ermittlungsbeamten arbeiten rund um die Uhr. Da kann eine kleine Panne immer mal passieren. Und außerdem waren die gestohlenen Ohrringe sehr wertvoll. Aus einem Verfahrensverstoß folgt nicht zwangsläufig ein Beweisverwertungsverbot. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs muss das Strafverfolgungsinteresse des Staates gegen das individuelle Recht des Beschuldigten abgewogen werden. Ein Verwertungsverbot liegt nahe, wenn das verletzte Recht dazu bestimmt ist, den Beschuldigten im Strafverfahren grundlegend zu schützen. Wir Anwälte sind der beste Schutz eines jeden Beschuldigten. Und diese beiden unfähigen Polizeibeamten haben Frau Michaszewski den Kontakt zu mir förmlich verwehrt. So sieht es auch der BGH. Der Verteidiger ist für ein faires Verfahren elementar wichtig. Kann der Beschuldigte zu ihm keinen Kontakt aufnehmen, ist dies eine unzumutbare Beeinträchtigung. Das ist mit dem Rechtsstaatsprinzip nicht vereinbar. Die Aussage ist nicht verwertbar. Bronski und Steinacker dürfen nicht als Zeugen vernommen werden. Wenn der Angeklagte in der Hauptverhandlung einen Verteidiger hat, gilt dies aber nur dann, wenn dieser bis zu dem in § 257 StPO bezeichneten Zeitpunkt, also spätestens bis zum Ende der Vernehmung eines Zeugen, der Verwertung widersprochen hat. So soll das Verfahren gefördert werden. Diese sogenannte Widerspruchslösung ist aber umstritten, da das Gesetz eigentlich keine Einspruchspflicht vorsieht. Ich sag doch, gut verteidigt ist halb gewonnen. Den Widerspruch habe ich sofort eingelegt. Wir müssen trocken, dann haben wir auch einen ganz anderen Zettel.